Einen wunderschönen guten Morgen und einen schönen Pfingstmontag an alle. Die Bande ist eifrig im Pool. Nein, nicht auf den Rand setzen. Der ganze Pool werde. Papa? Ich weiß nicht. Der ganze Pool werde platt. Okay. Werde platt. Auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. So, und dann packst du mal dein Brötchen ein. Warte, Rick, nicht so hochklettern. Hey, Rick, ich hab gesagt nein. Ja, du tragst entweder Leiter oder ich trage euch. Warte. Komm her, Dicker. Ich chill dir gleich. Wie du pupst jetzt. Komm, Arschplatz. Doch, doch mal. Den besten. Oh, du bist ja am Zittern, Ron. Ja, wir können ja Pause machen. Komm her. Erstmal eine halbe Stunde unten bleiben. Jawohl. Ich will aber Pause auch machen. So da hoch. Ein bisschen? Du bist am Zittern. Ich. Wie viel haben wir eigentlich? Weiß ich nicht. Wann machst du denn Papa, darf ich einmal so hier hoch? Hm. Wie du furzt jetzt. Nein. Sprungturm mit eingebautem Lift. Okay, mir wird kalt. Ja, weil der Schatten da noch ist. Auf jeden Fall, das, was du eben nachgefüllt hast, ist gleich, hat sich erledigt. Ja, warte, ich spring auch mal. Das will ich sehen. Oh nee, dann kriege ich ja das ganze Wasser ab. Boah, scheiße. Boah. Ja, das sieht doch gut aus. Gleich. So, jetzt haben wir wieder schönes Level. Leben, die ganze Decke ist nass, alles ist nass. Ich glaube, das ist nicht von Vorteil, dass die Decken direkt da liegen. Die sind klatschenass. Sieht doch gut aus. Raus, raus, raus! Dafür ist das Ding doch da. Ja, ja. Ist doch zum Spaß haben da. Aber die Decken, die müssten wir vielleicht ein bisschen dann mehr in die Sonne jetzt legen, damit die wieder trocknen. Sitz. Sitz. Ich? Ja, du. Oh. Ron, mach mal Kunststückchen. Komm. Mit den Füßen. Nein. Komm. Mit den Füßen ins Loch springen. Ich mach dann auch. Ich mach dann auch. Nein. Komm. Eins, zwei, drei. Hör auf. Ja, ich mach nicht. Komm. Hör auf. Ja. Komm jetzt. Ich bringe dich. Komm. Geh nach vorne. Naja, doch kein Kunststück. Tu das Ding aus dem Mond. Ist dir nicht wohl? Vielleicht, und wenn du dir einfach ein Bananenchen nimmst? Irgendwas Süßes? Ich meine jetzt so fruchtzuckermäßig. Ansonsten, dir geht's gleich nach dem Essen, geht's dir wieder besser. Der Tag ist jetzt gleich schon zu Ende. Ich habe heute den ganzen Tag so rumgechillt. Nicht aus dem Ding trinken, Rick. Du hast etwas Farbe im Gesicht. War richtig mega warm. 20 vor 8 haben wir. Ich war aber trotzdem nicht im Pool. War mir noch zu kalt. War zwar super warm, aber war mir noch zu kalt. Ich muss jetzt mal gucken, was ich mit dem Fisch mache. Und ich hab mir Garnelen gelaufen. Möchtest du nachher auch ein Stück von dem weißen Fisch? Aber ja, na klar. Aber ja, na klar. Aber na klar von dem roten. Klar von dem weißen. Ich gucke. Ich muss mir die Haare färben. Geht gar nicht mehr. Ich habe an der Kamera, die hat so einsam draußen rumgestanden. Ich habe da
Spinnweben. Da war gerade ein Spinnfaden so. Krass, ne? Heute werden wir nicht joggen gehen. Darlene hat auch gestern die sportliche Aktivität etwas vielleicht übertrieben. Sie sagt zwar immer, ihr geht's gut, aber ich denke mal, Tagpause. Ne? Morgen ist der Tag, wann der kleine Rüde, den wir kommenden Samstag holen werden, seine erste Impfung bekommt. Er ist jetzt, heute hat er seinen Geburtstag von 8 Wochen. Jetzt ist er genau 8 Wochen alt. Bin ganz aufgeregt. Und wir freuen uns riesig, dass das dann so sein wird. Ne, Maya, no Reaktion. Das Wetter macht dich auch platt, ne? Ja. Hätte mein Gehälter, aber da kam eine andere Musik. Meine Super Show. Hä? Noch nicht. Wir haben schon wieder alles aufgeräumt. Die haben auch heute wieder Vollgas gemacht mit dem Sprungturm. Das war eigentlich schon das Coolste, was man machen konnte. Ich bin aber noch nicht einmal gesprungen. Vielleicht werde ich auch die Saison einmal springen, aber dafür muss 40 Grad Außentemperatur sein. Nee, ich friere immer so schnell. Da sieht man mal, wer flinke Finger hat. Hier nur unser kleines Sportleressen. Einmal Kabeljau, Lachs, ich habe Garnelen, plus halt noch das restliche Gemüse von gestern. Das habe ich ein klein bisschen in Butter angeschwenkt. Hab Chili noch drauf gemacht. Ja, so schaut's aus. Das werden jetzt die Damen essen. Den Jungs habe ich dann nur ein bisschen Fisch gegeben. Da lohnt das mit dem Gemüse eh nicht. Das bleibt dann auf dem Teller liegen. Die hatten jetzt da keinen Bock drauf. Okay, dann hauen wir uns das mal rein. Wir probieren was aus. Den Damen ist mal wieder nach Ausprobieren. So. Den Damen? Ja, den Damen, Darlene und mir. Das hier unten drunter möchte meine Dame in hell haben. Wir hoffen, dass ich die einigermaßen gleichmäßig hell kriege. Die sollen dann nur hell unten drunter herausschimmern. Wollen wir mal gucken. Die hat da wieder was gesehen auf TikTok. Da sind aber nur deine Koreaner. Ich hab das schon so oft gesehen. Koreaner. Wir machen jetzt einfach unten drunter, versuchen wir das hell zu machen, ja? Wir haben, also Darlene hat jetzt ausgespült. Wir haben mittlerweile 11:30, wir haben das 1,5 Stunden wirken lassen. Aber da das natürlich vorher auch ein gefärbtes Haar war, ist das natürlich noch nicht so perfekt vom Farbergebnis geworden, wie wir das haben wollen. Aber das ist anscheinend jetzt der neue Style. Unten drunter blond und dunkel drüber. Früher war das anders. Da hat man einen dunklen Streifen drunter gemacht und blonde Haare. Ja, aber wenn du das jetzt zusammennimmst, ne, sieht das auch total geck aus. So, wenn man die dann hochnimmt, dann hast du unten drunter. Ja, wir gucken. Ups. Morgen am helllichten Tag. Dass ich. Genau, wenn es trocken ist und dass ich die Längen noch mal ein klein wenig nacharbeite. Wir haben keine Blauspülung mehr, ne? Weiß ich nicht. Muss ich morgen mal gucken, aber jetzt ist einfach mein Gehirn auch auf Sendefläche. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch bunt, also in einer bunten Farbe. Ja, aber dafür müssen wir trotzdem noch einen kleinen Tacken heller ziehen, weil ansonsten, egal welche Farbe du jetzt drauf machst, in Kombination mit Orange gibt es wieder eine andere Farbe. Gucken wir, wie es mir morgen gefällt, wenn es nochmal blödiert. Gott sei Dank ist das ja unten drunter, fällt das nicht so oft. Morgen das ist lang. Dienstag, da kann Warum ist denn dein Knie so nass? Ja, weil ich in den Spiegel geguckt habe, als ich kopfüber war und hat die Brause gegeben. Ich hoffe, mein Badezimmer ist nicht nass. Nein, aber die ziehe ich jetzt eh raus. Okay. Weil die stinkt nach Rauch. Ja, vom Grill, ne? Ich würde sagen, war mal wieder ein kurzer Einblick heute. Und weiter geht's dann morgen im nächsten Video. Bye, bye.